verabschieden wollte, den Lifter. Ja, nimm mal einen Lifter die Treppe rauf, oder? Ab einem gewissen Alter braucht man das. Damit sind wir wieder bei der Alten. Den habe ich auch noch bestellt. Auch für 11,11 Euro alles, oder wie? Genau, bei meiner Beauty war ja alles 11,11 Euro. Warte, ich werde gerade Curry hier mit der Alten. Wer ist denn jetzt mit der Alten? Mit dir. Oh, wir drehen los. Ich weiß nicht, ob wir mal jemals ein seriöses hinkriegen. Hallo, herzlich willkommen. Und mit meinem gerade verreckenden VIP Special Guest und mir, Irene. Hi. Also, hoi, 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 also, ihr Piraten. Da war es vorbei mit der Seriosität. Genau. Also, Genie hat geshoppt, mich ein bisschen mitshoppen lassen. Deswegen, aber auch nur ein ganz kleines. Aber bei dem habe ich nur einen Teil. Genau, bei dem Salwana Hall bin ich beteiligt. Bei dem habe ich nur einen Teil. Hier bin ich völlig unschuldig. Ja. Wieso halte ich das denn dann fest? Dann halte ich doch besser dort fest. Und du den und die. Leute, wir sind wieder völlig vorbereitet. Und deswegen, dafür stehen wir. Wir legen jetzt los. Was habe ich denn angeblich gekauft? Was hast du gekauft angeblich? Ich habe das gekauft. Leute. Also bei Banana Beauty gab es ja zum Singles Days die Aktion auch 1,11 Euro. 1,11 Euro? 1,11 Euro. Natürlich. 11,11 Euro. 11,11 Euro. Also bei 1,11 Euro, den hätte ich mehr als nur einen gekauft. Das stimmt. 11,11 Euro. Und deswegen. Gut, also ich habe jetzt den Ladylicious. Eigentlich wollte ich den, Moment, mir geht weg. Eigentlich wollte ich den gar nicht. Ich wollte nämlich den wieder haben, den Various oder wie hieß er? Jazz. Aber den ich ja letztens von Genie bekommen hatte. Aber den gibt es blöderweise irgendwie überhaupt nicht mehr. So, und dann habe ich dann aus der Not heraus das genommen, was ich vorher immer am liebsten benutzt habe. Und das war halt der Lashes. Der lila Lashes oder wie der hieß, Lady, ne? Ladylicious. So, deswegen, das war mein gigantischer Einkauf. Ja. Für 11,11 Euro. Ich habe auch nicht so viel eingekauft, weil ich ja noch so viel habe. Und weil, kleiner Spoiler, aber ich weiß gar nicht, wer zuerst kommt. Aber wenn das Video zuerst kommt, Spoiler, bei Stylevana haben wir zugeschlagen bei Lippenprodukten. Deswegen hier nur drei Sachen. Und zwar habe ich einmal Pooltime, das war eine Limited Edition gewesen, geholt. Die hat auch am Deckel so, ich komme nicht bis da hinten hin. Ich weiß aber nicht, das brauchst du auch nicht, die Leute sehen das. Also das ist nicht. Nein, du sollst den Deckel zeigen, der ist doch so. Ja, da sind mal so kleine Sprenkel drauf. Ja, ihr seht's. Verzeiht's, wir sind heute wieder auf Zickenterror eingestellt. Ja, wir haben. Dabei habe ich dich jetzt mit Kohlenhydraten versorgt. Und zu viel Zucker. Aber egal. Ja, so. Ich nicht. Ich bin die, die eher einschläft. Und du bist diejenige, die plötzlich zickig wird. Und einmal Prosecco Ready ist auch eine Limited Edition. Der sieht so aus. Ist ein Newton schöner. Ja, und dann habe ich mir, weil ich das mal ausprobieren wollte, den Lifter. Ja, nimm mal einen Lifter die Treppe rauf, oder? Ab einem gewissen Alter braucht man das. Damit sind wir wieder bei der Alten. Den habe ich auch noch bestellt. Auch für 11,11 Euro alles, oder wie? Genau. Bei meiner Beauty war ja alles 11,11 Euro. Dann habe ich bei Nutino zugeschlagen. Nutino hatte schon sowieso reduziert. Und dann gab es nochmal zusätzlich bis zu 30% auf die Produkte. Bei manchen 15, 20 und bei einem Produkt sogar 40%. Das musste ich mir mitnehmen. Und zwar wollte ich das mal gerne ausprobieren. Also, so ist es angebracht, damit auch ja nichts passiert. Und zwar ist das von Evelyn Cosmetics, das Light Reflecting Translucent Loose Powder. So sieht das aus. Wo ich gerade Evelyn sehe, ne? In der Cosmetic for Less jetzt, die habe ich bei Lara gesehen, die hat das gepostet, die Mystery Bag für 16 oder 17 Euro. Da waren zwei oder drei Evelyn-Produkte drin. Okay. Richtig gut, die hat sich echt gelohnt. Hat so einen kleinen Puffer hier. Sieht man gar nicht, ne? Mach du mal. Ich werde immer nach hinten verbannt und deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Da ist der Puffel, der gerade runterfällt. So. Aber ist der nicht süß? Der hat so ein Schleifchen sogar noch dran. Sehr süß. Für ihn nicht süß, für mich ja. Und ist es ein pinkes Puder? Wollte ich mal gerne ausprobieren. Und Preise blenden wir ein. Habe ich jetzt nicht rausgesucht. Und da sind wieder unsere Tüten. Aber was
Shorts. So. Und dann habe ich ein bisschen... Befreit mich, wer, sonst knistere ich mich hier durch die Gegend. Dann habe ich... Achso, das war ein Goodie. Dann habe ich, weil das wirklich, wirklich... Ich habe dafür nur 3,03 €. Nee, das war die Zahnpasta. Aber auch irgendwas um die 3 € bezahlt mit Prozenten. Und davon habe ich 2, 4, 5 Stück geholt. Ihr kennt es, es ist mein Deo, was ich immer nehme. Normalerweise habe ich immer das Blaue, aber ich nehme auch dieses Rosane. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ist einfach nur der Duft. Oh, hier steht aber Stronger, ne? Und für Sensitive. Ja, das ist für Sensitive, aber Stronger steht auch auf dem Blauen drauf. Und die sehen halt so aus, anstatt hier blau, wie sonst immer, sind sie halt rosa. Und die haben halt einen anderen Duft. Und der hat 96 Stunden? Ja, hat der blaue auch. Das heißt also rein theoretisch, wenn ich mich nicht waschen würde, stinke ich trotzdem nicht? Ja, hat der blaue auch. Und dann habe ich... Fairerweise sagen, Jeannie hat mich gefragt. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich jetzt Nein schreibe, weil es ist ein mega Angebot. Aber ich habe im Moment noch so viel Sensodyne. Also hier 3er-Pack. Und dann umgerechnet mit den Prozenten habe ich für das Dreierpack 10 € noch was bezahlt. Also 3,03 € pro Zahncreme. Und die sind gerade im Moment bei 6 € oder so bei DM Rossmann. Also das war wirklich ein Schnapper. Da muss ich zuschlagen. Eine Packung einen Monat, das heißt ein halbes Jahr bin ich versorgt. Ja? Und dazu kam, weil ich eine gewisse Bestellmenge hatte oder Summe erreicht hatte, gab es eine kleine Probe, und zwar Light Skin Foundation. Also ich konnte mir die aussuchen, was ich haben möchte. Und hier sind verschiedene, also so, sieht es aus? Ja, ist es im Moment so. Und da sind verschiedene... Light Skin Foundation, ja. Oh, von Lancôme. Ja, da sind verschiedene, und von Yves Saint Laurent sind verschiedene Proben drin oder Pröbchen von, in verschiedenen Farben von den Foundations. Die gab es halt noch das dazu. Ist schon super, man weiß, dass die auch nicht ganz günstig sind. Genau, ne? Und man kann sich mal austesten, ne? Und gucken, ja. Ist da welche Farbe könnte einem passen oder nicht. Das war der kleine Lutino Banana Beauty Haul. Genau, und jetzt drehen wir den Silvana Haul ab. Welcher Haul jetzt zuerst kommt, werdet ihr dann gesehen haben. Ne? Auch zum Singles Day, kleiner Spoiler, Black Week habe ich nochmal bestellt. Genau, also nicht Single, sondern Black Deal. War Black Week. Genau, eben. Das war ja jetzt teilweise Black Friday. Also genau. Black Friday habe ich nochmal bestellt. Genau, eben. Wir drehen jetzt erstmal den Haul vom Singles Day ab. Ach so, Black Friday kommt noch? Black Friday habe ich doch erst gestern aufgegeben. Ach so, stimmt. Das kommt auch noch. Das fliegt schon gar nicht mehr durch bei den ganzen Hauls. Ich sage nur Screenshot. Thumbnail. So, also in dem Sinne, tschüss.